Herzlich willkommen zurück bei Hippo. Mein Name ist Aberration und wir gehen als nächstes los und besorgen uns im blauen Gebiet Teile für unsere Rüstung, wenn ich das richtig im Sinn habe. Und zwar gehen los der Koya. Servus. Der Xar. Moin. Und meiner einer. Und der liebe Matze, der auch da ist. Hallo. Hallihallo. Der bleibt hier und baut ein wenig, habe ich gehört. Der will nämlich nicht sterben. Genau, und die liebe Kia ist auch da und kümmert sich um den Chat. Hallihallo. Und diesen komischen Typen, den ihr gerade gehört habt, das ist wirklich Hippo mit neuem Mikro. Ja, richtig. Ja, herzlich willkommen zurück bei Hippo. Oder wie war das jetzt? Mein Name ist Aberration und wir besorgen es uns jetzt. So genau. Ungefähr war jetzt diese Zusammenfassung. Ja. Wir besorgen es uns jetzt im blauen Gebiet. So. Ich bin so froh, dass ich mich um den Nachwuchs kümmern darf. Ja, der Nachwuchs, der steht... Ich kann so nicht arbeiten, Leute. Zur kleinen Erläuterung. Wir haben im Offscreen das Spino-Ei vom letzten Mal ausgebrütet. Und ihr seht das Ergebnis vor mir stehen. Es sind tatsächlich wahrhaftig Drillinge geworden und dann auch noch richtig gute Drillinge. Zum einen zwei Weibchen, das heißt, wir können da auch wunderbar weiterzüchten. Und Level 150. Ja? Die Hardcore-Uschi, ratet mal, wem sie gehört. Na, wer ist langjähriger Zuschauer Hallo. Auf dem Kanal? Hallo. Ja? Wer ist langjähriger Zuschauer auf dem Kanal und kennt die Hardcore-Uschi? Da bin ich mal gespannt drauf. Gilt auch für den Stream-Chat. Das ist immer schön spannend. Und dann haben wir hier den Baby Nightbot. Ja, damit der endlich mal ein Gesicht bekommt, der Nightbot. Und den Godfather of Dingeling für alle 5x5 Zuschauer. Wie gesagt, alles Level 150. Ordentlich Leben, ordentlich Damage. Super cool. Sinde ist heute leider nicht am Start, das sei an dieser Stelle mal erwähnt. Ja. Da ist leider was dazwischen gekommen und von daher leider nicht mit dabei, aber beim nächsten Mal sicher wieder. So. Soll ich Gabi nehmen oder wen nehme ich? Oder Spinocchio? Ja, nimm du mal die Gabi. Spinocchio, Spinocchio tut mir leid, also der gehört mir. Ja, da darf keiner. Na, dann nehme ich die Gabi. Aber du darfst gerne Gabi nehmen, ja. Wo ist denn mein... Ah, da ist Klausi von der Wittchen. Ich muss nämlich noch irgendwas zum Rüberchatten mitnehmen. Ne? Kannst du rüber segeln? Segeln? Ja, hast doch Flügel auf dem Rücken, oder nicht? Segeln. Mhm. Ich bin rübergeflogen. Ah, wir wollen heute noch los. Eben. Ja, auch wieder. Ja. Das ist höher als die Plattform. Bist du hochgeklettert oder wie? Dann ging das? Von ich der bin, Spitze aus? Ich bin oder vom Dach, oder? Nö, ich habe mich oben auf die Krabbe draufgestellt. Ach ja. Selber rüberwerfen geht ja leider nicht. Ja. Das stimmt. So, ja, hier, unsere Günnis müssen wir auch noch verpaaren. Und unsere Dödis. Jo, aber das kann man ja nachher noch machen. Ja, die Dödis, ja, das ist mein Projekt. Ich gerade mal auf Tag wieder so. Beziehungsweise, wenn Matze die Dödis zusammensteckt, dann kann er die Günnis auch gleich zusammenstecken. Ja, also, um das nochmal ganz kurz... Puzzle irgendwie. Genau. Aber das, obwohl, dann könnte dann ein runder Parabai rauskommen. Wie passen die denn ineinander? Nicht fragen. Don't ask. Don't talk about this. Die Biologie der Dödis ist auch ein bisschen kompliziert zu erklären, das nicht. Ja, okay. Die bilden auf jeden Fall immer einen Knäuel. So, hier, pass auf. Um das nochmal ganz kurz zu beschreiben, wir wollen ja die Rockdrake-Eier demnächst angehen. Und das ist jetzt unsere Mission. Wir brauchen für die Rockdrake-Eier Platz im Spino. Mein Spino ist ganz schön schnell überlappt. Und wenn wir jetzt damit Kristall holen wollen, ist das recht schnell Schicht. Also in meinem kriege ich gute 500 Kilo. Moment. Gabi kann auch 500. Ja, ich weiß, aber da ist schon viel drin bei mir halt. Das ist so das Problem. Na gut, wir könnten jetzt auch mal mit den Spinos runtergehen. Einfach ein bisschen farmen, irgendwo eine Kiste hinpacken, die dann voll klatschen und dann halt mit den Hunden runter, die mehr tragen können. Das stimmt. Warte mal hier, den Fisch, den hau ich mal weg. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Und dann gehe ich mal ganz kurz mich nochmal... Entlernen. Hier in der haben wir noch die Hütte, ja, ne? Ist da noch irgendwas drin, Matze? Weißt du das? Nee, ist der jetzt hier der Bauchef? Keine Kiste also, mehr? Hast du jetzt Fleisch oder Gerümpel? Zeig's. Gerümpel. Achso, kann ja auch noch, noch die Gäste steht. Hier machen wir noch, oder warte mal, hier ist doch mein Hund. So. So, der kriegt jetzt ein bisschen Gerümpel. Habt ihr denn Pilze dabei? Die müssen wir gleich noch sammeln, ne? Oh ja. Zehn Pfeile nehme ich jetzt einfach mal nicht mit. Selbst wenn uns was begegnet, ist uns dann egal, ja? Ich habe auch keine 10 Pfeile dabei.
Aber das eigentlich hat der Chat recht, wir könnten auch die Krabbe noch mitnehmen. Wir können auch einen Stego noch mitnehmen, um da die Pilze wegzumachen. Ja, nee, der Stego, das dauert ewig, wenn du mit dem losläufst. Das dauert so richtig ewig. Dann seid ihr aber wieder fleißig am Erfrieren. Ja, man kann auch einfach aufpassen. Ach ja. Aber ich hol die Krabbe mal noch. Das ist eine gute Idee. Dann lasse ich mein Spinocchio einfach hier. Oder nee, lass mal Gabi hier. Das ist unser... Oder? Wir haben ja Weibchen. Nö. Das, wir haben jetzt zwei hohe Weibchen, jo. Ja, dann lass die Gabi hier und nimm den Spinocchio mit, aber pass gut auf ihn auf, Hippo. Ja. Und ich hol mal die Krabbe. Also Hippo, du kannst, hast jetzt die Chance, einen Strich auf der Liste abzuarbeiten. Nee, also ganz ehrlich, wenn Spinocchio stirbt, dann ist die ganze Liste ad acta gelegt und es wird nie wieder einen Strich geben. Also, weil ich töte doch keine Dinos, um die Liste abzuarbeiten, hallo? Ja, arme unschuldige Dinos. Troja. Wo sind die Krabbe überhaupt? Ach, da oben, okay. Wie immer, der Weg Fleisch rum. Die Krabbe kann den Stego tragen, ja, das ist richtig. Aber, ja, aber der Stego dampft ja auch nicht ein, von daher bringt's ja nichts. Ja, aber der, mit dem ja, kann man die Pilze weghauen. Weg. Diese Frostpilze. Ach so, ja, gut. Aber dann ist der ununterbrochen überladen. Außerdem findet die ja alle Hippo schon vorher, von daher. Yes! Nicht schlecht. Was hat er geschafft? Ja, so hab's mit dem Satz in einem Sprung rüber. Ja. Chapeau. Ne? So. Der hat sich zwischendurch mal Flyern gemacht. Ja, ich hätte vorher mal in die Krabbe reinschauen sollen. Voll. Das alte, leidige Problem. Ja, ich weiß nicht, irgendjemand hat die Krabbe nicht entleert. Alter, was ist denn da noch alles drin? Ach, das ist Hippos Ausrüstung. Nee, die habe ich schon rausgeholt. Da sind Kletterhaken drin und noch eine Armbrust. Die habe ich ja, ich habe aber eine Armbrust in der Tasche und ich habe auch Kletterhaken in der Tasche. Ach ja, lügst. Falls ein Bett drin ist, kannst du es gleich einstecken. Das stimmt. Das Bett, das packen wir zwischendrin ein. Ah, da ist doch ein Dödi an meiner Mauer, schreibt die Cornelia. Nein, der ist hässlich, der wird weder getötet noch gezüchtet. Alter, ist das nervig. Oh oh. So, und ich schätze, der Stego ist auch noch voll. Ja, der dürfte noch gut voll mit Bären sein. Dann lasse ich dann jetzt aber einfach... Gut. Warte mal, da sind aber Pilze drin, die nehmen wir schon mal... Ein Stack nehme ich mal von... So, und den Rest lassen wir einfach mal fallen, da ist jetzt nichts Wildes. Hup. So, und dann muss ich jetzt noch eben Günette versorgen. Da liegt ein Para-Ei, das interessiert mich jetzt aber auch mal nicht. So, Günette kriegt das. Das auch. Und 50 Pfeile kriegt sie auch. So, das ist aber gut. Ah ne, das hier kriegt sie auch noch. So, jetzt habe ich aber die... Will ich aber los, endlich mal. Also, wir gehen mal schnell los. Mats hat in der Zeit wahrscheinlich die Basis eingezäunt. Ja, nee, ich probiere ja gerade Fleisch zu besorgen. Das ist gar nicht so einfach. Hier läuft nichts rum. Auf geht's. Hui! Wenn du runtergehst auf die Ebene, dann läuft auf jeden Fall was rum. Pass halt vor Dings auf. Vor weißt schon. Ja, ich hab jetzt gerade also auf der Ebene war ich gerade, aber ich habe jetzt gerade mal so 10 Dodos gefunden, die sind jetzt nicht mehr. Dodos, du tötest Dodos? Ja, kaltblütig. Nimm die Spitzhacke mit. Das war gar keine doofe Idee, ne? Eine zweite Spitzhacke. Habt ihr zwei oder habt ihr nur eine dabei? Ich hab noch eine dabei. Ich hab auch nur eine dabei. Aber ich hab eine lila, ne? Ja, nee. Alter Cheater. Nö, Erdbeben. Ich hole euch gleich wieder ein. Okay. Müssen wir dann auch noch eine mit? Nee, das wiederum kann ich nicht, weil ich hab noch... Oder? Mal schauen. Wenn ich hatte jetzt, glaub, eine nur noch zusätzlich gehabt. Die ist jetzt im Güni. Sonst müsste ich jetzt nochmal zurück auf die Base. Das wäre sehr viel umweg wieder. So, Sekunde. Leuchtstäbe eingepackt? Leuchtstäbe sind dabei, ja. So. Nee, der Hund ist drüben. So. Habt ihr eigentlich alle ein Vieh auf der Schulter? Ich hab nämlich keins auf der Schulter. Ja, soll ich haben. Einen bei. Dann musst du dich aber in unserer Nähe aufhalten. Ziege holen, ja, genau. Ja, Ziege könnte man noch holen unterwegs. Ja, immer Glück haben.
So. Ach, ich liebe die Krabbe. Außer, dass die ein bisschen unkontrolliert ist beim Springen. Würde gern noch mehr weiter als hohe Sätze machen. Die geht immer so hoch. Wo würde denn gleich hochgehen? So, ich bin unten am Wasserfall, also am Wasser. Ich laufe gesagt, ja, wohin der geht, weiß ich nicht. Ja, rechts, go, ja. Ja, aber oder willst du einfach am Wasser entlang, oder? Achso, ja, komm mal. Also das Wasser ja, wäre dann links. Dann kommen wir am Zähmkäfig vorbei, das war halt so meine Idee. Achso, ja gut, das können wir machen. Und ja. können dort die Betten einpacken. So. Seid ihr da? Wir laufen rechts am Wasserfall runter. Achso, ich bin schon unten. Ah ja, wisst ihr, habe ich euch doch schneller geholt, als ich dachte. Ja, ich dachte, wir laufen hinten durch den Wald, aber... Natürlich können wir auch hier durchs Wasser planschen. Oh. Ich habe die Ratte gebissen. Ja, dann darfst du ja auch falls anhaken. Ja, das mach ich ja jetzt. Ihr seid schon los und seid noch gar nicht gestorben? Nee. Mich wundert, dass der Stego sich nicht gewehrt hat. Schlägt der nicht zu, wenn er in der... Könnte also, sein, dass er auf Passiv steht. Ja, das kann sein. Moment. Nee, neutral. Options. Nee, Quatsch, Moment. Behavior. Wo steht's denn? Da, Stance. Und das wollen wir mal einfach mal Attack Your Target. Das müsste ja eigentlich dann funktionieren. Was soll das? Dunkel wieder. So. Hui. Ist jemand im Chat ungehalten, weil du mal wieder nicht zuhörst? Ja, du. Das ist normal. Das ist erstens normal. Da auf aggressiv stellen. Auf aggressiv? So, so. Aber das zur Erklärung, ja, ich kann halt während der Aufnahmen, ne, da schaue ich nicht so sehr in den Chat, weil es soll ja hauptsächlich um die Aufnahmen gehen für die Leute auf YouTube, die haben ja den Chat nicht. Nee, deshalb so. deshalb muss ich da eben entsprechend gucken. Ja gut, dann stelle ich den jetzt eben auf Aggro, aber dann. Ja, so war das ja gar nicht gemeint, sondern es wurde nur halt geschrieben, auf aggressiv, wie oft noch, darauf war das bezogen. Also. Dass du hörst nicht zu. Ja, ja. Aber dann greift er mir ja alles an, was ich eventuell auch gar nicht angreifen will. Ist ja, auch ich glaube, am Stego ist das vielleicht nicht so schlau. Mal gucken. Wir werden es gleich sehen. Er wird die Reise nicht überleben. Der Stego ist Level 200. Der und überlebt die Reise. Und dann ist Filet? Nee. Ich glaube, du musst nur normales Fleisch reinlegen. Ich glaube, Filet aber nehmen die das Baby. Aber auch Fisch, oder? Weiß ich nicht. Würde ich mal ausprobieren, weil unten da bei uns im Wasser, da ist ja genug Fisch. Ja. Ja, soll ich Filet grillen? Ich bin jetzt voll damit. Oder brauchst du? Nee, ja, du kannst es ruhig grillen. Guck, selbst wenn ich den auf Akku stelle, macht der nix. Hat ein sehr fauler Stego. Mhm. Ja, muss ich sagen. Bin ein bisschen enttäuscht. Und dann schlage ich halt mit dem Stego zu. Ist das meine erweiterte Keule? So. Ich bin mal gespannt, wo wir ankommen, sag. Also wenn wir jetzt zum Wasserfällen, oder? Ja, aber wenn wir jetzt zum zu der Krabbe wollen. Der war links, ne? Okay. Hier ist die Ratte gerade senkrecht den Pilz hochgeklettert. Ja, ja, die ich sehe es auch, die Ratte hängt da oben im Pilz. Ja, ja, das ist aber eben den Stamm da irgendwie hochgelaufen. Schön. Als hätte sie Sorge dafür unten gegangen. Ja, da hast du natürlich recht. Wir müssten jetzt theoretisch dann nach links abbiegen. Ja gut, aber ich meine, wir kommen mit beiden Flussläufen zum Wasserfall. Wir laufen jetzt halt einen kleinen Bogen, weißt du, aber... Komm, scheiß drauf. Weißt du, wie schnell wir uns da Betten gebaut haben? Lass mich mal eben hier Betten bauen. Sekunde. Mal eben hier. Lass mich eben zwei Betten zusammenschrauben und gut ist. So, die Folge wäre dann auch gleich fertig. Was? Man sieht dich nur noch Betten bauen.
Ach so. Mal eben. So mit ohne Baum hier in der Gegend. Mal eben Betten bauen. Ja. Warum habe ich Kampfmusik? Warum habe ich Kampfmusik? Was macht ihr? Was macht ihr? Ich mach gar nichts. Das war irgendwas haut mich, glaube ich. Es ist so schön, mal nicht dabei sein zu müssen, wenn jemand stirbt. Hier stirbt niemand. Bitte. Pass mal auf, dass du nicht stirbst, Matze. Ich sterb nicht. Bei was denn? Beim Dino-Füttern? Fällst du auch beim runter Dino-Füttern oder so, ne? Zum Beispiel. Verhungert. Selbst verhungert, ne? Ja. Das wäre Sinde. Das, die Bettrüstet im Wasser stehen, die Sinde. Ja, das war das Beste überhaupt. Ja. Oh, jetzt bin ich ohnmächtig geworden. Du stehst im Wasser. Habe ich auch minimal gefeiert. Ja. Ach ja, guten alten Survival-Plus-Zeiten. Ja, so, ja. Oh. Also jetzt auf die Rippenrecke zum Wasserfall, oder wie? Moment. Ich bräuchte... Ja, jetzt gleich auf direktem Weg zum Wasserfall. Ich bräuchte noch ein bisschen Halt. Sekunde, ich muss mal an eure Spinos. Ich hab grad, glaube ich, alles rausgeschmissen. Ja. Macht nix, ich hab beim Hippo gefunden. So, perfekt. Ja, ich glaube, ich weiß da was. Unser Nahrungs, ist fast auf 10%. Na, dann fressen sie bald aus dem Futtertrog. Wobei, ich weiß nicht, reicht der bis da unten? Ja, müsste. Ich meinte, die hatten das Symbol gehabt. Hätte ich noch geguckt, aber schau nochmal sicherheitshalber, Matze, ja. Ich guck gleich, ja. Noch sind sie ja nicht auf 10. Nö. No. Edge Foundation. So. So, komm, machen wir noch ein bisschen was Stabileres. So, alles klar, bin soweit. 3 Betten, Foundations, wir können. Na dann. Okay. Wir brauchen gerade mal Schnorchel für den Stego. Ja, nicht wieder ausrauschen wie deine Nattel damals. Ja, stimmt, ich hab schon mal. Oh, Staffel 1, du bist aber nachtragend, Xav. Ja, manche Dinge bleiben unvergessen. Du bist aber nachtragend, was ist denn hier Rotes? Ja, ne, hab ich mich gerade auch gefragt. Schaf, das entweder tot ist oder schläft. Irgendwie. Komisch. Naja. So. Mensch, seid ihr lahm. Das muss man bei den Spinos echt mal sagen. Jo, die schnalzen sind's nicht. Ja, lahm und sehr laut. Das stimmt. Tötest du wahrscheinlich gleich noch eine 120er Krabbe oder so. Ne, die ist zu schnell blutig. 76. Aber 76 war durchaus in dem Bereich, den wir sehr gerne gezähmt hätten. Ja. Wahrscheinlich war es auch noch weiblich, ich möchte da gar nicht drüber nachdenken. Aber damit fangen wir jetzt nicht an. Hui! Alles Degos fliegen. So, jetzt wo die alle Fleisch haben, werde ich mich mal ein bisschen kümmern, hier das Gehege abzustecken für unser neues Dino-Gatter, ne? Ja. Wie groß soll das denn werden? Groß. Groß? Nee, sehr groß, ja, oder riesig? Also halt. Halt so, dass da ein Dödi drum rumlaufen kann und halt Zeug nachspawnt. Moment. Ja. Oh. Da fehlen mir Erfahrungswerte, aber das kriegen wir schon hin. Ja, da kannst du schon eine ganz gute Range machen. Zu viel Beine. Ja, zu viel Beine und zu viel Spino von der anderen Seite. Zu viel Segel und zu viel Beine. Genau. Hier geblieben. Also sobald ich den Stego absetze, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil dann ist der auf Akku gebürstet. Ja, dann schön doch wieder zurück, wenn das eh nicht steckt. Ja, werde ich gleich noch machen, ja. Oh Gott, die Krabbe ist glaube ich hoch. Oder? Oh ja, scheint so. Nee, doch nicht. Oh, hat aber viel ausgehalten für das Level. Ja.
Platsch. So. Die Kakino. Hier ist ein bisschen Trouble. So, guck mal drauf, ja. Krokus hier. Ja, diese Kack-Krokus und Piranhas noch dazu. Ist eine blöde Mischung gerade. So. Gibt aufs Maul hier. Stego von oben. Zack. Oh. Habe ich ein Stego ins Wasser geschmissen. Was? Ja, damit. So. Tschüss. Ich bin da so brutal. Steht auf dem Stein und spart es von oben mit einem Stego auf eine Krabbe ein. Das ist so krass einfach. So herrlich bescheuert. So. Das sind hier aber nicht die Sindefälle. Ne, das sind andere Fälle, aber wir müssen eh auf die Seite hier. Also laut Chat links gehen. Ja, aber ja. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das könnte hinkommen. Oh, ich hab hier so eine Schlange am Arsch. Kann mir die mal eine abnehmen? Ja, ich schlag sie mit dem Stick. Kann ich bei einem Gate, wenn ich die Türen setze, bestimmen, ob die nach innen oder außen gehen sollen? Ja, je nachdem, wie rum du den Rahmen setzt. Ah ja, tatsächlich, da drüben geht's runter. Okay, also hier außen rum um den Felsen? Um den Stein hier noch rum, ja. Mhm. Klar. Hier los? So mutiger Raptor oder was? Ja, wohl nicht. So ein kleiner Raptor. Ach, da läuft eine Riesenkrabbe mit Scheren, die größer sind als ich. Beiß ich mal rein. Dummes Tier. Oh, oh. Da unten ist eine Leuchte. Da rennt schon der erste Rock Drake rum. Ja, den frühstücken wir mal weg, würde ich vorschlagen. Was hat denn das Ding für ein Level? 8. 8, ja. Und weg damit, oder? Ehe er uns in den Rücken fällt. Ja. Hatte ich nur 2000 HP. Jeha! Ja, jetzt hat der Rocktrack mit dem Stego verprügelt. Das ist auch Rocktrack mit Stego erschlagen. Das ist wieder eine Schlagzeile. Jetzt hängen wir aber richtig hin. Wir haben uns hier irgendwie fix geknallt. Knicksknallt. Schön. Na, das sind doch schon die ersten blauen Kristalle. Ja, genau. Sollte man mal gucken vorher nach. Warte mal, hier erstmal die. Hier ist Trouble, Big Trouble. Ich kann den gar nicht nehmen. Ich dachte, ich könnte Megalosaurus mit der Schere nehmen. Siehst du mal? Gut zu wissen. So, und die Atro ist auch. Es war keine Atro. War keine Atro? Nee, war keine Atro. So, jetzt lass mal kurz schauen, dass hier keine. Ja, die Pilze drin? Ja, da sind die Pilze drin. Moment, ich gehe dann erstmal mit dem Stego durch. Oh, der Stego ist so blutig, ich weiß gar nicht warum. Wie du damit immer, den immer durchs Blut durchziehst. Ach so, das ist Blut. Andere. Das Blut der anderen. Halt. Ich wollte gerade hier böse alles angreifen. Eine Schnecke. Die heimtückische Schnecke wollte er ja angreifen. Ja. Wo sind jetzt die Kristalle? Ich sehe sie von hier gar nicht. Ja, da. Hey, können wir ja, weggehen mit dem Spino? Das geht schneller, wenn ich da durchkäme. Danke. Boah, die Käfer sehen ja geil aus hier nachts. Seht ihr den da rechts von mir? Das könnte noch ein Weihnachtskäfer sein, oder? Den Farben nach. Ja, aber ziemlich cool. Ein Weihnachtskacke-Käfer. Oh, ein bisschen Biotoxin geerntet. Na, dann hast du die Pilze wohl erwischt. Ich denke, sie sind weg. Oh, wow, hier sind echt viele blaue Kristalle. Da müssen wir gar nicht so weit rein, ne? Nö. Biotoxin können wir ja mal behalten. Ein paar Bärchen kriegt er auch. So. Die anderen Pilze können wir wegschmeißen. Zack, 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 zack. So. Ups. Was heißt Ups? Ach nee, ich hab nur die Plattform abgebaut. Sag nicht, Ups. Matze, sag nicht einfach Ups. Nein, ich hab nur gesehen, beim Bauen. Ups sagen ist streng verboten. Hier, baut mal mit ab.
Die faulen Säcke. Nee, ich hab Sorge, dass da noch Pilze drin sind. Du machst das schon gut. Könnt mich mal kreuzweise. Foko, ja, go! Du schaffst es! Ihr könnt mich mal ganz mächtig kreuzweise. Ich hack doch schon. Gibt's ja wohl nicht die faule Bande hier. Xayah, der steht nur auf, wenn es was Vernünftiges zu looten gibt. Wieso steht der nie auf? Richtig. Das ist richtig. So ist das. Nur bewegen, wenn es sich lohnt. Dieses elitäre Verhalten, ich kann das ja noch gar nicht abhaben. So, wen füllen wir denn als erstes auf hier? Spinocchio? Ich hab jetzt einfach, was war denn das? Hier in Gangbang Günther habe ich reingestopft. Dann wird die Kia auch sofort und wieder wach werden. Ja, im Gangbang Günther reingestopft. Ah, ja. Ja. Gangbang Günther mag das. Ja. Ja. Der Kia hat ja recht, ne? Dann müssen wir uns schon wieder verabschieden von der ersten Folge. Wir sind immerhin angekommen im blauen Gebiet und alles lebt. Noch. So, dann machen wir uns jetzt hier. Ach, blaue Gems gibt es ja in Massen. Das reicht ja, wenn man ein Feld leer macht. Und in der nächsten Folge macht ihr dann den totalen Verlust von allem, was ihr dabei habt, durch? Ja, nein. Aber hallo. Wieso? Nein, das läuft super. Warte mal kurz, ich muss noch eben was. Muss noch was erledigen hier. Hunde. Spinocchio, darfst du mal bitte kurz? Dankeschön. So viel Zeit, meine Damen und Herren, so viel Zeit muss sein, ja? Ach, jetzt wirklich? Ja, ja. So. Ja, wir brauchen doch für Dünger und so weiter und für Ölproduktion, die sind also gar nicht wirklich so unwichtig. Koya? Was ist hier los? Geht schon gut los, ja, wenn ich sowas höre. Weiß es nicht, irgendwas war da jetzt gerade angegriffen worden. Mich hatte irgendwas gepackt kurz. Kannst du... Die hatte was gepackt? Ja. Aha. Ja, klar. Kannst du den Käfer nehmen dann bitte, Hippo? Den Käfer nehmen? Ja, den kannst du in die Hand nehmen. Na, unbedingt. Oh, Level 12. Du bist süß, aber du bist nur Level 12. Es tut mir leid, dich können wir nicht mitnehmen. Ich komme an den Kacker nicht dran. Ah doch, halt von hier. Mano. Ja, also Kacker, Weihnachtskackerli haben wir. Wir müssen doch jede Folge, müssen wir doch irgend so einen richtigen Fortschritt präsentieren. Und jetzt haben wir noch einen Käfer. Ist doch super. Also. Ich hänge in perfekt. Der Krabbe. Wenn man das nur hört und nicht sieht, klingt das auch ganz schön unprofessionell bei euch da drüben. Ja, das ist gerade ziemlich geknote hier. Moment, Krabbe, so. Ich meine, bei mir hört man es nicht, dass es unprofessionell ist, aber man sieht es. Das ist der Unterschied. Ist richtig, gut. Ja. So, jetzt sehen wir uns aber in der nächsten Folge wieder. Völlig unprofessionell, selbstverständlich. Bis dann, macht's gut und ciao. Ciao. Tschüss.